Bayerische Kinder sind am gesündesten. Das ergibt der aktuelle Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK. Doch es gibt auch erschreckende Zahlen. Denn auch in Bayern ist mindestens jedes vierte Kind chronisch krank. Große Unterschiede gibt es hierbei zwischen Stadt- und Landkindern. Außerdem verschreiben laut der Studie Ärzte viel zu häufig Antibiotika. Katharina Pfadenhauer und Elena Miller. 90% der bayerischen Kinder sind mindestens einmal im Jahr beim Arzt. Doch im Durchschnitt sind die bayerischen Kinder laut einer aktuellen DAK-Studie gesünder als ihre Altersgenossen in den anderen Bundesländern. Beispielsweise haben sie seltener Atemwegs- und Infektionskrankheiten und sind auch weniger dick. Bayern und auch Baden-Württemberg sind die wohlhabendsten Bundesländer von ganz Deutschland. Und das heißt also, dass letztlich da auch wahrscheinlich die gebildeteren und besser gestellten Menschen wohnen. Ich glaube, dass es damit was zu tun hat. Im Freistaat gäbe es aber dafür mehr sogenannte Zappelphilippe, also Kinder mit vermeintlicher ADHS. Und sogar zwischen Stadt- und Landkindern gibt es laut der Studie große Gesundheitsunterschiede. Die Landkinder haben häufiger mal eine akute Bronchitis oder auch mehr Allergien. Die Stadtkinder haben mehr Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, leiden häufiger an Übergewicht und haben vor allem auch bei der Sprachentwicklung mehr Probleme als die Landkinder. Ein weiteres großes Problem sei der häufige Einsatz von Antibiotika, vor allem im Säuglingsalter. Von den 84.000 erfassten bayerischen Kindern bekamen 28% mindestens einmal im Jahr ein Antibiotikum verschrieben. Es kann zum einen damit zusammenhängen, dass gerade auch bei Eltern, die berufstätig sind, sehr, sehr schnell ja auch zugesehen wird, dass die Kinder wieder schulfähig sind oder in den Kindergarten gehen können, sodass die Eltern auch wieder am Berufsleben teilnehmen können. Aber da gibt es viele weitere Erklärungsansätze. Hat Ihr Kind schon mal Antibiotikum bekommen und wenn ja, warum? Ja, und weil er Angina hatte. Der soll Antibiotikum, weil er nicht gehört hat, weil er nicht reden konnte. Der war schon 4 Jahre alt. Und haben sie immer Medizin verschrieben und hast nichts geholfen. Also bei einigen Bekannten, von denen ich höre, dass ich kriege immer wieder mal mit, dass zu schnell ein Antibiotikum verschrieben wird. Das stimmt schon, ja. Ziemlich schnell. Viel zu schnell vielleicht sogar. Haben Sie selbst auch schon diese Erfahrung gemacht? Ja, ständig. Also bei jedem kleinen, also bakteriellen Infekt wird es verschrieben und ja. Soweit die Stimmen aus München. Wir wollen das Thema noch ein wenig vertiefen. Und im Studio ist jetzt Professor Johannes Hübner, der Leiter der pädiatrischen Infektiologie im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München. Guten Abend, Professor Hübner. Guten Abend, Frau Eckert. Schön, dass Sie bei uns sind. Antibiotika wird so häufig verschrieben. Das ist ein Satz, der ganz klar hervorgeht aus dieser aktuellen Studie. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Das waren über Jahrzehnte die wichtigsten Antibiotika. Mit Antibiotika sind viele, viele Todesfälle vermieden worden. Die Probleme von Antibiotika, eben vor allem eben die zunehmende Resistenzentwicklung, das ist was eigentlich erst in den letzten Jahren in unser Bewusstsein gekommen ist. Und deshalb sind wir heutzutage da, glaube ich, auch einen Schritt weiter. Was sehr interessant war, gerade im Beitrag haben wir es gehört, da gab es einen O-Ton, wo gesagt wurde, naja, vielleicht auch, dass die Eltern wieder schnell berufsfähig sind, wird da mal Antibiotika verschrieben. Ist das auch eine Beobachtung, die Sie tatsächlich im Klinikalltag machen? Also das habe ich durchaus auch schon von Kollegen gehört, dass Eltern sowas eben den Kollegen gegenüber äußern. Überhaupt, das ist, wie im Beitrag auch gesagt, sicher ein vielfältiges Problem. Aber der Erwartungsdruck der Eltern, die von den Ärzten auch was erwarten, der Doktor muss was tun, ist sicher ein entscheidender Punkt. Und viele Ärzte nehmen das dann auch so wahr. Da habe ich auch noch eine Zahl von Ihnen. 30-50% der Antibiotikagaben sind Ihrer Meinung nach nicht medizinisch gerechtfertigt. Also das ist ja schon eine ziemlich hohe Zahl. Was denken Sie, warum es dann in diesem Fall gegeben wird? Weil zum Beispiel, und das müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, noch mal klar sagen, gegen Bakterien hilft Antibiotika nicht, aber gegen Viren. Genau. So ist es, oder? Genau. Und deshalb ist natürlich auch gerade in der Kindheit ist es besonders wichtig. Kinder haben häufig Infekte, das wissen alle Eltern. In den ersten 3 bis 5 Lebensjahren gehört eine Virusinfektion zum täglichen Brot. Also das ist was ständig vorkommt. Das ist eben zum Beispiel einer der Bereiche, wo die Antibiotika zu häufig eingesetzt werden. Man muss versuchen zu unterscheiden, ist es eine Virusinfektion, dann brauche ich kein Antibiotikum, oder ist es vielleicht doch eine
bakterielle Infektion, ist das Antibiotikum wirklich notwendig. Ist für Eltern wahrscheinlich auch manchmal schwierig. Also was würden Sie da empfehlen? Muss sich dann jeder eine zweite Meinung einholen in so einem Fall? Also es ist auch ein Umdenken bei den Kollegen jetzt da. Ich habe mich gestern mit den niedergelassenen Kollegen auch getroffen. Da ist ein sehr großes Interesse. Alle sehen das, dass wir mit diesen Antibiotika wirklich in den letzten Jahren Probleme bekommen. Und ich glaube, da ist ein Umdenken wirklich auch jetzt da. Man muss zu seinem Arzt Vertrauen haben. Ich glaube, es hilft nicht, wenn man alle Entscheidungen des Arztes immer hinterfragt. Aber man muss halt einen Arzt auswählen, von dem man eben auch das Gefühl hat, dass er da vernünftig und rational auch mit umgeht. Vielen Dank, Professor Hübner, für den Moment.